Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir machen heute weiter Kultistenjagd und ich habe auch schon den nächsten markiert. Es ist auch der letzte Kultist aus dem Neumäischen Seebund oder wie der Zweig heißt. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass wir den killen können. Der glaube ich ist 51, also ein richtiger Brocken. Wir sind 49, also ich glaube, der wird nicht einfach werden. Aber okay, soll auch nicht einfach sein. Ich bin echt gespannt. Dann haben wir auch den ersten Zweig mal endlich fertig. Wir haben ja jeden so ein bisschen angefangen und gemacht und getan. Aber es werden immer weniger Kultisten. Ich weiß nicht, sollen wir hier anlegen? Oder ins Wasser! Ah, wir legen nicht hier an. Können wir, müssen wir da vorne anlegen? Können wir da durchfahren? Ah, ich glaube, da kommen wir nicht durch. Ah, ist zu eng. Halt mir ein Sturm zu sein! Öffne das Segel! Und vielleicht irgendwo seitlich hier anlegen. Wird ja nicht der einzige Anlegepunkt sein. Ich fühle mich nicht so gut. Alaka! Wir hätten wohl weiter noch opfern sollen, bevor wir in See starten. Ich werde ihn mein Opfer bringen. Moment. Was? Hier mal ein Anlegepunkt. Poseidon! Verschone uns! Hast du Angst? Wie sollte ich keine Angst haben? Poseidon stellt ja das Thea auf die Probe. Bete, dass Athena uns hilft. Ja, komm, wir übernachten mal. Dann müsste es auch wieder besser werden. Das regnet immer noch, okay. Die Insel ist doch relativ groß, muss ich sagen. Also ich glaube, da hätten wir wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was zu tun hier. Bald haben wir ja das offizielle Max-Level, sage ich jetzt mal. Also vom Grundspiel. Und das gehört einfach dazu, wenn der Kultist hier ist. Dass es hier die ganze Zeit so regnet, ist alles ein bisschen mystisch. Auf jeden Fall wieder einen Haufen Fragezeichen. Penner wird bestimmt in so einer Festung drin sein. Und Leute, wenn es euch gefällt, lasst mir doch ruhig ein bisschen Support da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und ihr seid in einer Festung. Ein Däumchen oder sowas. Würde mich alles freuen. Okay, hier haben wir einen Aussichtspunkt, den holen wir uns natürlich gleich. Das ist bestimmt dort oben. Nein, sind hier Fragezeichen. Ich glaube, dass wir in dieser Folge schon das Level 50 erreichen. Max-Level.
Artemis Tempel. Okay. Jetzt aber zum Kultisten. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal speichern. Okay. Einiges zu tun hier. Uralte Perle. Also hier haben wir schon einiges zu tun. Große Gebiete. Das ist, glaube ich, das letzte große Gebiet eigentlich so, was ich hier so sehe. Andere sind eher so relativ kleinere Inseln. Der Stier. Hast du was an den Ohren? Okay, so, was haben wir denn jetzt alles bekommen? So, okay, wir gehen mal ins Inventar. Neunundvierziger Stiefel.
So. Kultist. Haben. Quest. Hä? Ich habe doch jetzt gemacht. Ich habe auch jetzt die ganzen Dinger da. Arktischer Seebund. Die habe ich alle erledigt. Arktischer Seebund. Silberader, Kölden des Kults. Aus dem Schatten. Ja, und wie kriege ich jetzt? Ich habe doch jetzt gar nichts bekommen, oder? Heldenumhang. Ach, ist das hier, oder was? Ah, okay, das ist das ganze Set. Tu das mal komplett an, ob ich da... Ah, die habe ich doch schon eher... Na, das war... Heldenrüstung? Achso, die bekomme ich dann nach und nach von jedem praktisch. Genau. Modelegende. So, das ist dann praktisch nach und nach von ihm. Ich habe gedacht, die bekomme ich dann komplett zum Schluss, wenn ich dann das erledigt habe. Warte mal, hier war 49. Das ist aber, glaube ich, gar nicht schlecht. Hier will ich aber wieder mein das sind die Amazon-Stiefel, die würde ich ja auch gerne noch da mal hoch pushen. Aber da warte ich jetzt noch bis Level 50. Außerdem habe ich nicht so viel Materialien. Ich könnte aber mal das andere Zeug hier wegknallen. Zumindest mal das Blaue. Was haben wir hier alles drin? Nichts weiter.
Okay, hier haben wir jetzt nur Epic drin. Gut, was wären jetzt der nächstgelegenere, sage ich mal? Der hier wäre es halt. Rind. Rind habe ich auch schon irgendwo gelesen. Lesbos. Wo ist denn Korinth? Hier ist Korinth. Schwarzmarkt. Okay, Korinth gehört da auch hier oben noch dazu. Okay, dann müssen wir uns mal merken. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt erstmal hier fertig. Das heißt, ein bisschen Fragezeichen abklappern. Und Aussichtspunkte holen. Hier wären noch drei Schätze, ey. Die kann ich eigentlich schon noch mitnehmen. Vorräte verbrennen. Oh, eine große Kiste. Schatz. Kiste ist was anderes wahrscheinlich schon wieder. So, das nächste. Das ist auch noch eine Kiste. Nein, jetzt sind die Kisten. Immer Kisten, Leute. Ich hoffe, euch wird es nicht zu langweilig. Mir macht es immer noch Spaß. Also, ist halt ein Spiel, wo wir viel erledigen. Aber ich finde es gut, da lohnt sich wenigstens der Anschaffungspreis, würde ich sagen. Nicht, dass du ein Spiel hast, wo du hier in 6-7 Stunden durch hast. Ist ja dann auch langweilig. Okay, hier sollten auch irgendwo Schätze sein.
Ich glaube, wenn die Insel mal abgeschlossen ist, dann können wir uns wirklich nach und nach den Leuten hier widmen. Das ist die letzte größte, etwas ein bisschen, ja, was ist große Insel, wo vielleicht ein bisschen mehr zu tun ist, wie jetzt auf den ganz kleinen Inseln, aber ich sehe es immer so, wir machen gut Level dann und erlegen dann auch vielleicht einen Kultisten mal zufälligerweise, haben wir auch schon geschafft. Und wir brauchen sowieso noch Materialien, damit wir Schiff, Rüstung und so weiter noch aufstufen können. Und schauen wir doch mal auf die Karte. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch Fragezeichen. Da können wir aber später zurückkehren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal eine Inselrunde. Also natürlich Festung machen wir nicht, weil da werden wir dann bestimmt auch noch reinkommen, wenn wir irgendwie Quests erledigen. Okay, das haben wir auch schon erledigt. Dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich wieder irgend so ein Unterwasserschatz. Na los, komm. Na los, Vorboss. Okay, Leute, genau das, auf das habe ich mich schon mal gefreut gehabt jetzt. So, wir markieren uns da wieder einmal. Da sind Haie, Arschlecken. Die interessieren uns nicht. Hoffe ich zumindest. Wir speichern aber trotzdem einmal ab. Genau, bitte einmal speichern und dann bitte einmal ins Inventar. Und dann gib mir bitte einmal diesen da. Weil wir nämlich mit diesem Speer unendlich Luft haben. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach an den Haien mal vorbeischwimmen. Ein bisschen weit weg. Ah, es ist geil, wenn die Luft nicht ausgeht. Haifischbucht. Geil, unser Pferd wartet auf uns. So. Das. Genau. Gut, dann werden wir natürlich. Mal oben den mal holen. Ella. Und wir werden natürlich, Leute, wenn wir jetzt hier schon so gut wie durch sind, irgendwann mal in 10, 15, 20 Folgen, ich weiß es nicht, dann werde ich mir natürlich mal die Trophy-Liste aufmachen und mal nachschauen, was wir überhaupt brauchen, mir das aufschreiben und dass wir die Trophys dann vielleicht noch abfrühstücken. Aber bis jetzt schaue ich noch nicht nach, weil ich will es eigentlich, ich weiß ja, was wir jetzt noch ungefähr zu erledigen haben oder machen müssen. Und deswegen will ich jetzt noch nicht nachschauen. Also,
besser gesagt blind halt einfach spielen. Und das halt genießen. Ja. Ich weiß ja geschaut, wie viel Prozent. Ich glaube, wir sind jetzt bei 60. Warte mal, da können wir eigentlich mal schnell schauen, Leute. Ist ja kein Problem. Trophies. So, wir sind ja beim Hauptspiel bei 55%. Dann sind irgendwie noch Erweiterungen drin. Die habe ich aber, glaube ich, gar nicht hier unten. Hier habe ich schon 7%, keine Ahnung. Okay. Hauptspiel 55%. Genau. Und Leute, warte mal schnell. Ich werde mir schon mal das andere Gamepad holen, weil es sein kann, dass das bald ausgeht hier. Ganz kurz. So. Los mal schon. Zurechtgelegt. So, okay. Leder brauchen wir sowieso. Okay. Das unten ist, sind Quests. Ja, weiß ich nicht. Können wir eigentlich gleich hier runtergehen? Die Medizinfrau Quamra. Und gehen wir gleich da runter. Ich habe oft jetzt gemerkt, wenn du einfach mal so zufällige Quests machst oder so, auf einmal steht ein Kultist vor dir. Also, schlecht, vielleicht haben wir Glück. Schatz plündern. Schauen wir mal. Silos zerstören wieder. Das ist auch so ein Scheiß. Was ist denn schon angreifbar oder was? Eroberungsschlag verfügbar. Was sollen wir nur tun? Keine Sorge. Ja. Ah, das sind die ganzen Silos hier, oder was? Komplett verteilt. Scheint Höhlen zu sein. Los. Meine Arbeiter sind krank. Wenn das so weitergeht, kann ich meine Familie nicht ernähren, geschweige denn ihre. Die gute Nachricht ist, dies ist nicht das Werk der Götter, sondern nur eine Krankheit. Und zwar eine Halskrankheit. Ich könnte deine Arbeiter behandeln, wenn ich meine Utensilien dabei hätte. Söldnerin, könntest du sie mir beschaffen? Sofern du mich bezahlst. Die Gesundheit deiner Arbeiter hängt davon ab. Ich hatte gehofft, das Wohlergehen dieser Menschen wäre Dank genug. Nee. Ja, natürlich belohne ich dich. Wirst du es tun? Ich bring dir, was du brauchst.
Ausgezeichnet. Mein Werkzeug ist in der uralten Perle. Die Medizin in der Liebesbucht. Ich komme mit deinen Sachen zurück. Je eher du kommst, desto schneller kann ich den Arbeitern helfen. Ich sag da nichts mehr dazu. Okay. Die Werkzeuge und Medizin der Heiler sind auf Lesbos. Ihre Werkzeuge sind in der Visra-Festung. An der Südküste der uralten Perle. Okay. Dann noch einmal hier. Genau, auf dem Weg dorthin. Auf dem Weg dorthin machen wir noch die Fragezeichen, Leute. Und genau, die Aussichtspunkt, Fragezeichen abklappern und dann hier rein in die Festung. So, okay, dann machen wir gleich mal hier weiter. Ich werde dir alles besorgen. Ja, das kann jetzt aber ein bisschen dauern. Wenn ich diese blöden Fragezeichen noch mache. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Fragezeichen alle brauche oder nicht. Aber wir brauchen sowieso Holz und die ganzen Materialien, also von dem her ist es wurscht. Und wir brauchen natürlich auch Rüstung. Okay, das scheint hier auch wieder ein Lager zu sein. Ne, die Rüstung können wir nämlich dann verwerten. Die Rüstung können wir dann verwerten für Materialien, die wir dringendst benötigen, Leute. Dringendst. Ah!
Ja, warum sagt hier der Typ? So, okay. Ah, da ist noch einer. Vorrede. Oh, ein Kriegsvorrat ist hier. Okay. Pilzhöhle. Oh. Pilzhöhle. Ja.
Da ist der Schatz, okay. Wieder ein Ding. Ah, du brauchst diese Dinger hier auch, weil sonst, glaube ich, schaffst du nicht jedes zu leveln, was du leveln willst. Okay, hier ist ein Shorty. Ah, sag jetzt nicht, oder? Ah, okay, komm mal hoch. Mit den Schlangen aufpassen. Oh. Tun wir nichts, oder? Blöd, was haben die gemacht? Ist was im Weg. Habe ich nur gedacht. Scheiß nix. Haben wir sie schon. Thank you.
Okay, sollen wir wieder am Anfang. Gut. Unser Pferdchen wartet schön auf uns. Okay, hier. Auch noch was. Okay. Komm schon. Los. Bergtempel des Poseidon. So nicht hoch. Wieder ein Punkt. Sehr schön. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Scheint nichts zu sein. Auch so ein komisches Camp. Okay, uralte Perle und dann sind wir eh schon da. Diese Fragezeichen hole ich mir dann später. Komm her hier. Die Tafel. Und ein Schatz. Okay, dann ab zur Festung. Okay, das werden wir gleich mal wegmachen.
Boah, das ist eine Riesenfestung. Leck mich am Bobbus. Rein und wieder raus, würde ich sagen. Das muss die Frieserfestung sein. Werkzeug der Ärztin. Ich habe, worum mich die Ärztin gebeten hat. Ich sollte zurück zum Weingut. So stelle ich mir das vor. Rein und dann gleich wieder raus. So, okay, wir müssen jetzt hier hin. Das heißt, wir porten einmal. Geben die Quest ab, Leute. Zu leicht oder zu schwer? Ich finde eigentlich, dass es genau richtig ist. Okay, wo sind wir denn jetzt? Dort unten. Schatzbrillen hier, wo ist denn der? Schau mal, ist der vielleicht im Haus hier? Kommen wir hier irgendwie ins Haus? Normalerweise sind die doch immer in die Häuser irgendwo drin. Kann vielleicht hier oben drin sein oder so. Na, hier ist er nicht. Okay. So, hier, nimm. Ich habe deine Sachen. Danke. Sie sind äußerst speziell. Ich hätte sie nicht rechtzeitig ersetzen können. Meine Trauben sind gerettet. Mich beschleicht das Gefühl, dass es dir immer nur darum gegangen ist. Ohne Trauben nichts zu tun. Durch die Heilung der Arbeiter hast du meinen Hof gerettet. Nimm dies hier. Gut. Es läuft, Leute, es läuft. Gut, dann damit würde ich auch sagen, machen wir jetzt einen Cut an der Stelle. Ist doch schon wieder eine Stunde bald. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich zocke zurzeit nichts anderes. Mir nur noch Assassin's Creed, weil mir das so Spaß macht. Also, mein Fazit kommt zum Schluss vom Spiel. Aber ich könnte davon ausgehen, dass es sehr gut ausfällt.
Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi.